Hast du schon mal von indigenen Intellektuellen oder indigene Wissenserstellung gehört? Eine herausragende Intellektuelle war Silvia Rivera Cusicanqui aus Bolivien. Ihr zentrales Anliegen war, eine Gesellschaft zu gestalten, die der Fokus der Wissenschaft darauf legt, das Leben in alle seine Formen zu erhalten und zu fördern. Silvia Rivera Cusicanqui ist Soziologin, Historikerin und Feministin. Sie hat Grundsteine für dekoloniale Ansätze in Bolivien und der gesamten Region gelegt. In ihren bahnbrechenden historischen und soziologischen Studien deckt sie die Marginalisierung der indigenen Bevölkerung auf. Sie analysiert die Machtverhältnisse aus der Kolonialzeit, die sich teilweise bis heute gehalten haben, und gibt den indigenen Völkern eine Stimme. Ihr Hauptwerk, Oppressed but Not Defeated, aus dem Jahr 1987, gilt als Meilenstein der Dekolonisierung der Geschichtsschreibung in Bolivien. Silvia schreibt die Geschichte aus der Perspektive der Aymara und Quechua und leistet so einen fundamentalen Beitrag zur Dekolonisierung von Wissenschaft und Gesellschaft. Neben ihrer akademischen Arbeit ist sie auch politisch aktiv. Sie setzt sich für die Rechte der indigenen Bevölkerung ein und prangert Rassismus und Diskriminierung an. Silvias Werk Cheche Nahash Uchiwa, eine Reflexion über Praktiken und Diskurse der Dekolonialisierung, liefert wichtige Impulse für eine dekoloniale Pädagogik und Gesellschaft jenseits eurozentrischer Paradigmen. Ihre Arbeit zeigt eindrücklich, wie eine dekoloniale Politik aussehen kann. Silvia Rivera Cusicanqui, eine Vorreiterin des Dekolonialismus, eine Stimme der Marginalisierten. Ihr Erbe inspiriert uns, koloniale Denkmuster zu überwinden und den Stimmen des globalen Südens Gehör zu verschaffen. In diesem Sinne verabschiede ich mich aus Berlin mit Tupa Nanchis Kama, bis wir uns wieder begegnen. Ciao!